Ja, hallo EDC, Gear-Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Heute möchte ich euch das coole Lederholster-Set vorstellen, das mir der Marc von den Bogensport-Extrem-Team genäht hat. Als kleines Dankeschön, und das Ding ist ja wirklich cool, er macht wirklich tolle Lederarbeiten, werde ich mal hier verlinken. Hier kommt auch der Kaweco zum Einsatz, ein kleiner Special S, passt natürlich prima hier rein. Und hier eine Tasche zum Rausziehen. Da passt hier zum Beispiel das SOG Paratool rein. Oder wir holen hier aus der Messertasche was. Oder natürlich perfekt ein 4-Layer Victorinox, was ich auch immer ganz gerne dabei habe. Mit seinem roten Punkt an allen seinen Produkten und Symbolen dran. Er hat für die ganzen Jungs vom Bogen Sportteam so die Köcher für die Bögen, die Handschuhe und die Armschutze genäht, und auch für die Jungs jetzt auch alle für die Messer, die Bogenmesser, auch Messerscheiden zum Quertragen hinten am Gürtel, wenn man mal einen Pfeil irgendwo doch aus dem Holz schnitzen muss, ist das nicht schlecht. Und für mich hier Office Krieger hier ein Holster fürs Multitool und den Stift zum Schreiben, der natürlich immer benötigt wird. Hier natürlich schön mit drauf, ne? Bogensport Extrem und Dennis Hauser reingelasert. Richtig klasse. Schwarzes, schweres, massives Leder mit roter Ziernaht. Das kommt richtig cool und trägt sich auch super angenehm. Ich werde es gerade nochmal anlegen und sieht mal, wie das so am Mann ist. Er macht auch Auftragsarbeiten. Wie gesagt, ich verlinke mal seine Homepage. Könnt ihr mal ein paar Bilder anschauen, und wenn für euch was dabei ist, wo er sagt, ey, brauche ich auch ein Holster für Messer, Köcher, Handschuhe, Bogen. Natürlich Bogenzubehör, aber auch natürlich andere Custom-Lederarbeiten. Dann schreibt ihm doch einfach mal ein E-Mail. So, jetzt noch ein Clip hinten dran. Und dann war es das auch schon von diesem coolen EDC-Holster. Sag ich euch mal danke fürs Weiße bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbi. Mach's gut. Bye, bye. So, und am Gürtel sieht es dann so aus. Immer griffbereit. Vorne der Kugelschreiber und hinten das Multitool. Oder natürlich auch ein Victorinox. Kann man auch noch ein bisschen verschieben, je nachdem, wie man im Auto fährt. Und das drückt vielleicht. Perfekt. Aber ja, eine freie Sache. Cool. Danke, Marc.